Wer seine Betriebsabläufe nachhaltig modernisieren will, muss die Korrelation von Customer Experience und der Erfahrung der Mitarbeitenden verstehen. Innovative Prozesse machen keinen Unterschied zwischen Mitarbeitenden, Kundinnen und anderen Stakeholdern. Der Mensch steht im Zentrum des Prozessdesigns. Der Net Promoter Score darf nicht nur eine Kennzahl für Zufriedenheit der Kundinnen sein, sondern muss auch intern gemessen und beachtet werden. Den Wunsch nach besserer Customer Experience benennen 39% der Führungskräfte in der Economist Impact Studie als Top-Priorität des Managements. Knapp dahinter mit 33% liegt das Anwerben und Halten neuer Talente, was deutlich macht, dass Prozesse für alle besser werden müssen.